So, herzlich willkommen beim großen Preis von Japan. Die Spieler sind alle am Start und machen sich bereit. Wir sind im Qualifying. Das komplette Qualifying wird gefahren in drei Sessions, 18 Minuten, 15 Minuten, 12 Minuten und jeweils die besten 5 bis 15 und dann die besten 10 kommen jeweils in die nächste Runde. Let's go. Erste Ziel, Top 15. Das sollten wir easy schaffen. Die nächste wirkliche Hürde für uns ist Top 10. Das wird schwierig. Ich werde die erste Qualifying auf Mediums fahren. Die ist zwar langsamer, aber dann habe ich für die späteren Sessions bessere Reifen. Und ich traue mir auch mit Mediums zu, in die Top 15 zu kommen. Heute zum ersten Mal Prinz Valio mit dabei im Haas. Laut seinem Level in-game ist es ein erfahrener Fahrer. Aber mal schauen, was wir von ihm erwarten können. Gut, wir fahren raus. Fertig. Nicht lange warten, nicht lange packen. Let's go. Ein bisschen Abstand zum Vordermann aufbauen, damit ich dann ungestört eine Runde fahren kann. Na, was ist mit Macho los? So viel Stress vom Hintermann wahrscheinlich. Gucken, ob Joghurt hinten jetzt Abstand macht oder aber auffährt. Nein. Ah doch, er fährt langsamer, sehr gut. Viele Autos auf der Strecke. Teamkollege mittlerweile auch draußen, sehr gut. Alle wollen Top 15. So, wir schalten auf Max Hot Lap. Maximal Spritverbrauch. Let's go. Erste gestoppte Zeit ab jetzt. Soweit so gut. Eruption mit einer 1,30er Zeit. Holy shit. Ja.
nein, ey, dann verkacke ich mir die Runde ganz am Ende. Scheiße. Was in die Box? Am Ende noch mal rausgeflogen. Das ist so traurig. Egal, wir haben noch Zeit. Gleich noch mal probieren. Kein Schaden, wir können einfach tanken und wieder raus. Wir sind Vierter auf dem Temporadar. 309,0 Kilometer pro Stunde. Bereit? Kommen raus. Ja, ist keiner, auf den wir aufpassen müssen. Gucken, wie unser Teamkollege steht. Status Teamkollege. Er ist auf Rang 11. Okay. Ich glaube, er hat noch keine Zeit gefahren. Ich vermute es, ich weiß es nicht. Er ist in der Box. So, jetzt gilt's, unsere Zeit warm fahren. Hotlap. Fahr doch noch mehr im Weg, echt. So die Schnauze voll, ey. Thank you.
Jetzt habe ich nicht genug ERS, um die Runde fertig zu fahren. Ey. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Status Teamkollege. Er ist auf Rang 12. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:34,9. Kollege fährt noch, wir schauen raus. Schauen ihm zu. Also es hätte auch eine schnellere Runde sein können. Aber ohne ERS mit dem Crash, Alter, was ein Scheiß. Ihr habt schon 1:30 und der neue mit einer 1:31. Er ist echt top. Im ersten Sektor verliere ich eine Sekunde. Im zweiten und im dritten. Im dritten bin ich sogar auf dem Temporadar. 304,4 Kilometer pro Stunde. Kann man nicht irgendwie zuschauen? Ah ja. Okay, Erik kommt rein. Ich glaube nicht, dass er nochmal rausfährt. Wir müssten mit Platz 12 auch safe durch sein. So, Probe will noch reinfahren. Die muss noch einen Platz gut machen, damit sie Platz 15 wird und beim nächsten Mal mitmachen kann. Oh no, sie ist raus. Ja. Das schafft sie nicht mehr, noch eine Zeit, glaube ich, hinzulegen. Arme Probe.
Mit ihm sind wir vorhin kollidiert. Ich glaube, er war schon auf seiner... Der ist entweder rausgefallen oder es war seine Outlap. Und er stand halt ganz ungünstig in der Ideallinie. Und ich, Alter, ich kann nicht komplett runterbremsen, dann ist die Runde im Arsch. Da muss er besser Platz machen. Lernen, besser Platz zu machen. Schauen wir mal bei Brooke noch zu, ob sie noch eine Runde fahren kann. Es hängt davon ab, ob sie Sprit hat. Outlap klingt eigentlich nach, sie hat keinen Sprit mehr. Aber sie spielt auch mit Controller. Man sieht, wie sie immer minimal korrigiert. Genau das gleiche Phänomen hatte ich, als ich gespielt habe. So ganz leichte Kurven, ganz minimal, ganz fein kannst du nicht mit dem Controller. Ganz, ganz schlecht. Dann ist das immer so ruckartig. Und hier kannst du halt sehr, sehr fein, geschmeidig jeden Winkel machen. Jo, Puck ist... Okay, sie will es nochmal probieren. Das ist ihre letzte Chance. Wenn sie noch Sprit hat, go for it. Letzte Runde, letzte Chance für sie. Wir bleiben bei ihr. Eine Zeit, sie muss was schlagen? Wer ist 15er Zockerweibchen? Sie muss 3/10 schneller werden. Das ist möglich. Ja, bisschen rausgekommen, aber noch nicht kritisch. 300stel und hinten rausgekommen, aber sie ist noch drin. Sie macht's spannend. Und jetzt, ne, das war's. Jetzt ist sie raus. Das ist too much raus für Zeitverlust. Schade. So, sie hätte sie schlagen können, sogar Weibchen. Aber damit ist leider Proof Wars. Aber sie hat es nochmal gegeben. Alles gegeben in der letzten Runde. Boah, Alter, wenn die mit... Vorhersage sieht gut aus. Es wird eine trockene Session. Wenn die mit Mediums schon 1,30er Zeit fahren, dann fahren die ja 1,29. Alter. Also wenn die alle eine Sekunde schneller fahren, dann kann ich hier meinen Platz halten. Gegen Schaden wird es interessant. CS Kaffee, Tweetman, Macho, Erik. Wir sind alle so in einem Zeitpult. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leute für. Wir sind 10. Für 3 Plätze. 304,4 Kilometer pro Stunde. So, sind wir hier noch bei Chan mit am Start. Er wird auch einer unserer Konkurrenten, um in die Top 10 zu kommen. Er ist nämlich sehr, sehr nah bei uns dran. Chan, Kaffee, Tweet, Macho und Cicerik sind bei uns im Zeitfenster. Und John Mac the Ripper auch. Ja. Fährt noch die Mädels, Zuckerweibchen noch und Brooke. Warten wir noch auf Brooke und dann ist es Qualifying vorbei. Auch sie kommt rein. Uff, nochmal im Boxeneingang gecrashed. Okay. Hm.
So, da waren es noch 15. Turk hat uns verlassen. Erik, der nie bestätigt. Ist jedes Qualifying dasselbe. Ach ja. So, jetzt rote Reifen. Autostellung haben wir noch. Ja, komm, raus. Alles fertig, wir sind bereit. Alter, da ist keiner, lass mich raus. Erik direkt vor mir. So, erstmal alles runterschrauben. Magerer Sprit, ERS auf aus. Alle wollen sie raus. Oh, Alter, Erik, nicht sofort abbremsen. Ich glaube, er will, dass ich überhole oder so. Ich weiß es nicht. Wir können keinen Abstand aufbauen, wenn du nicht ein bisschen schneller fährst. Okay, er sagt mir, fahr vorbei. So, Kaffee ein bisschen abbremsen. Wäre für unser beider wohl gut. Oh, der fährt komplett dicht auf. Jetzt gilt's. Gut, sobald die Session verlassen. Oh shit, das klingt nach einem schweren Unfall. Hoffentlich ist es kein Computerproblem gewesen. Das hatte er nämlich schon mal. Weil hier stand ich viel zu lange auf dem Gas. Nicht auf dem Gas. Bummelbiene mit einer 1,30. Eruption 1,29. Holy shit. Wie angekündigt. Das ist keine gute Zeit. Probieren es gleich nochmal.
Irgendwas stand da unten. Ich konnte es nicht lesen. Oh. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. So, die fahren alle schnell. Status Teamkollege. Er ist auf Rang 15. Ist er in der Box oder ausgeschieden? Was ist passiert? Ich sehe keinen orangenen Punkt mehr. Ich glaube, er ist raus. Das wäre Katastrophe. Okay, wir müssen erstmal uns in die Box retten. Und dann schauen wir nach. Nope, ich sehe keinen orangenen Punkt mehr. Es sieht aus, als ob er raus ist. Jetzt sicher nach Hause. Wer hat dich gerammt? Mich hat... nee, nicht gerammt. Hi, Joghurt übrigens. Schade, warum bist du raus? Ich war auf einer Hotlap und der vor mir war... ist wahrscheinlich rausgeflogen und ist langsam gefahren, aber der ist halt langsam auf der Ideallinie gefahren und ich bin ihm hinten reingekracht. Das war... also, leicht. Ihm ist nichts passiert, ich bin dann rausgeflogen. Muss ich keinen Flügel reparieren? Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1. Das war. Der hat mich schon. Mit dem habe ich schon öfter Probleme gehabt. Hier, John McWhipper. Also ist nicht das erste Mal. So, wir werden es nochmal ausfahren. Fertig, nicht aufgeben, sicher nach Haus. Werde ich gerade neu. Er spielt schon lange F1. Ja, er ist der Neue bei uns, aber der spielt gut. Ich habe es an seinem Level gesehen. Hab irgendwelche Probleme, wenn ich fahre und heute online komme. Shit, Joghurt. Disqualifiziert, weil er zurück auf die Strecke wollte und anscheinend DF. Ja, scheiße. Also er, ich habe gesehen, gelbe Flaggen und er ist wieder auf die Strecke zurück. Er war halt sehr, sehr langsam und ich war auf der Hotlap. Und das war an der Stelle, wo ich, wenn ich da abbremse, um sicher zu fahren, ist die ganze Runde im Arsch. Warte mal kurz gucken, ob jemand hier ist. Nee. Da war da. Ich kann dir gleich mal die Stelle zeigen, wo es war. Und es war einfach unglücklich. Mich hat es dann rausgehauen. Ich musste erstmal wieder in die Box reparieren und dann wieder raus. Beziehungsweise, doch, nee, ich bin drin geblieben und hatte halt kein ERS mehr und habe halt dann so eine schnelle Runde hingelegt. Die hat auch gereicht, weil nochmal Box und raus und dann eine Strecke hätte ich keine Zeit mehr gehabt. Aber okay. Wir können gern das Video mal dann anschauen, falls da Bedarf besteht, dass ich 5 Plätze zurückgestuft werde. Ich halte es für ungerechtfertigt für mich. Aus seiner Sicht, ja, er war langsam und wollte vorbeilassen, aber hat es ganz doof. Hier die Stelle war es. So, hier. Ich fahre raus und er ist jetzt da. Und ich kann hier nicht, da muss ich voll abbremsen. Das war die Stelle. So, wir schalten wieder hoch. Benzinverbrauch raus. Er ist hoch. So, neuer Versuch. Okay, du bist in den Top 10.
Danke für den Host, ich kann gerade nicht zuschauen. Ich weiß gucken, wer es war. Ich bin gerade auf Hot Lab, es zählt gerade. Zitterik hatte ich hier mit einer Gruppe von 19 Personen geradet. Oh, willkommen. Ja, ich hab gelesen, du bist ausgeschieden. Scheiße, was passiert? Haut's mal in den Chat, klärt mich auf. Nach der Runde gucke ich. Noch einer, der ausgeschieden ist. Ah, da macht Platz bitte. Wer ist da vor mir? Ein Ferrari, der weiß, wie man Platz macht. Das war keine gute Kurve eben, aber wir sind immerhin noch schneller. Das erste Mal war halt keine gute Zeit. So, Ferrari vor uns. Entweder ganz schnell weg oder jetzt abbremsen und Platz machen. Ich hoffe, er fährt schnell. Okay. Und neue Zeit, Leute. 1,32. Ich kann noch eine Sekunde mehr. Aber ich denke, Platz ab 6 sollte reichen. Okay, Boxenstopp. Boxenstopp. Also, komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Warte, hinter uns ist einer. Wir machen mal Platz. Ich bin noch schon halb im Gras. Das war sehr knapp, Kaffee. Sorry, ich hoffe, du hattest keinen Berührungspunkt. So, ich gucke jetzt in den Chat. Yo, Erik, ich sehe es gerade. Danke dir für den Horst. Ist doch unglücklich gelaufen. Was ist passiert? Leider macht Stream das öfter. Ich weiß nicht warum. Ach du Scheiße. Schade, Joghurt. Ja, Joghurt ist auch raus. Und hier ist noch einer raus. War das Kaffee? Ich hoffe, das hatte nichts mit mir zu tun. Also, ich hatte keinen Kontakt. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man an einem vorbeiziehen muss. Das kann einen ganz toll verunsichern. Besonders wenn es so knapp ist. Nee, war okay, ging ja eh nichts. Ihr seid schon so weit weg zeitlich. Naja, Top 10 wäre noch drin gewesen, Erik. Aber danach dann nicht mehr. Dann bleibst du bei 10 oder 9. Da geht dann nichts mehr. Besonders, wir haben ja heute noch einen 9 im Feld. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Der ist ja auch noch bei den Top-Fahrern gleich mit eingestiegen zeitlich. Ich guck gleich mal den Namen an. Ich weiß es gerade nicht. Ansonsten, ich habe viel mehr auf manuell umgestellt und weniger auf Automatik. Läuft gut, war eine große Umgewöhnung, aber es geht immer besser. Hab mich in der letzten Schikane rausgedreht und dann war wohl nicht mehr schnell genug auf die Strecke gekommen. Ach, ist du dann zu lang gestanden und dann fliegst du raus? Disqualifiziert? Muss sofort los. Nicht dann, scheiße, und aufregen und Lenkrad loslassen und alles. Ich kenne das. Sofort wieder los. Das ist natürlich scheiße. Aber, besonders bei Japan, in den ersten 3, 4 Kurven, die ja mit vom Gas weg und Vollspeed so ein Mix sind, da wird 100 pro im Rennen irgendeiner irgendwo crashen und rausfliegen. Und da bin ich beneide euch. Also ich wäre entweder gerne ganz vorne, die ersten drei, oder ganz hinten. Eine Minute, 32,6. Aber irgendwo im Mittelfeld ist schwierig. Hier, wer ist denn neu dazu? Hier, genau, Prinz Valium, 1,30er Zeit. Also natürlich gleich mal ein starker neuer Charakter mit im Feld. So, Chan hat es noch geschafft. Kollision hatte ich im ersten Durchgang mit John McRipper. Da war ich auf Hotlap und er war Outlap oder ist rausgeflogen. Mit ihm bin ich kollidiert. Der hat leider nicht gut Platz gemacht. 93,1 Kilometer pro Stunde. Disqualifiziert. Und Joghurt ist rausgeflogen. Ist nicht mal disqualifiziert, einfach Disconnect weg. So schade. Ja, das soll ich haben. Top 10 easy.
Ich bin nicht weit vorne. Also, du musst noch sehen, Joghurt wäre zeitlich vor mir, dann wäre ich Achter. Du bist in deiner schnellsten Zeit auch vor mir, laut dem Teststreckendingen, laut dem Zeitrennen. Also du wärst auch noch hier irgendwo. Tweet ist eine Sekunde normalerweise schneller als ich. Chan ist gleich. Macho ist normalerweise schneller. Das sind alles so Kandidaten, die eigentlich schneller wären. Und dann wäre ich vielleicht nur so 11 oder 12. Und jetzt mit euch beiden ausgeschieden, habe ich halt null Risiko, dass ich hier nicht Top 10 werde. Also spielt mir in die Karten, auch wenn es natürlich für euch unglücklich ist. Ich habe meinen Lenkwinkel geändert, ja. 120 ist das Maximum jetzt. Und ich habe auch hier mein... Warte mal, es ist ziemlich wenig Licht. Sehe ich gerade jetzt erst. Ich habe hier noch meinen Benzinverbrauch an dem roten. Also wenn ihr seht, wie ich hier drehe während dem Rennen, dann ändere ich meinen Benzinverbrauch. Und ERS habe ich jetzt auch noch eingeschaltet. 120 in eine Richtung, also 240 insgesamt. Also das wäre 90, 100, 120. Kannst ja auch mal kurz zeigen. Hier. Ne, 220, sorry, was laber ich für einen Scheiß. 220. Jo, wir sind Top 10. GG. Chan hat es auch noch knapp geschafft. Sehr gut. Sehr gut, Chan. Ja, ich verstehe es, Joghurt, verständlicherweise. Verstehe ich, verstehe ich. John McRicker hat die Session verlassen. Okay, also wer definitiv vor mir sein wird, Acro, Bommelbini, Ebert, Prinz Valium, Eruption, das sind schon mal 5 Plätze, die garantiert vor mir sind. Also das bestmögliche Ergebnis für mich wäre jetzt Sechster zu werden. Sechster. Ebert hat die Session verlassen. Was passiert, Ebert? Ich glaube, er hat gerade ein Problem. Erik, wir warten wie immer auf dich. Irgendwas ist mit Ebert passiert. Ebert ist beigetreten, okay. Ich habe gedacht. Beep, beep, beep. So, letztes Mal. Holy shit, bin so aufgeregt. Also, bestmögliche Platzierung ist Platz 6. Ich erwarte Platz 8. Alles fertig. Ich bin doch raus, ich weiß es nicht, Erik, keine Ahnung. So, wir lassen die erstmal vor, weil das sind die schnelleren. Bommelbini, Macho. Wobei Macho kann ich mithalten. Zumindest laut seiner letzten Zeit. Also meine beste Zeit ever war eine 1,31. Wenn ich die jetzt hier hinzauber, dann habe ich eine gute Chance auf Platz 6. 1,31 war meine persönliche Bestleistung ever. 1,31, 8 oder 9. Vielleicht kriegen wir das ja jetzt nochmal hin. So, nach der Kurve alles hochschalten, Benzinverbrauch, ERS. Oh, schlecht. Jetzt habe ich nicht den perfekten Ausgangsspeed.
Aber macht nichts. Das sind nur vielleicht ein Hundertstel oder so, was ich verliere dadurch. So, Hot Lap. Let's go. Hot Lap, maximal Spritverbrauch. Durchschnittserster Sektor für mich. War nicht super toll, war aber auch nicht Katastrophe. Das war super, die beiden. Die habe ich sehr gut für mich getroffen. Das ist meine persönliche schlimmste Kurve, weil ich draußen am Ende immer zu früh beschleunige und dann drehe ich durch und fahre einen Kreis. Also an der Stelle habe ich meine größten Probleme, wenn ich rausfliege in dieser Kurve. Gut, gut. Jetzt nach Hause bringen. Nach Hause bringen. Let's go. Eins, 32,2. Okay. Wir probieren es gleich nochmal. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Das war furchtbar. Okay, Boxenstopp, Boxenstopp, Boxenstopp. Mal raus hier, bevor ich jemand noch. Okay. So, schnell raus. Kommt ein Ferrari. Muss Platz machen. Schön außen jetzt fahren. Okay, er kommt. Hier außen fahren, außen fahren. Das war Lord Borski. Okay. Noch einer hinter mir. Oh ja, ein Türkiser. Ich auch gleich noch vorlassen. Machen wir mal hier, das ist eine gute Stelle. Go Tweet! So, jetzt. Ich würde sagen, Box und noch einmal versuchen. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Sechster, wie bis jetzt angekündigt. Sechster ist, was bestmöglich drin ist. Realistisch bestmöglich drin ist. So, wir fahren rein. Können wir gleich noch einen Versuch hinlegen. Warum die mich erst reinschieben? Das ist so. Sprit nach, Batterie aufladen, let's go. Wisst ihr, was ich meine? Nein, alles hat seine Ordnung. Vier ist drin, wir schauen, wir schauen. Die Zeit schaffe ich nicht. 1,31, 1, das ist unrealistisch. Jetzt liegt unsere beste Prinz Valium hat noch nicht gefahren, der wird mich auch noch überholen. Also Siebter, ich erwarte, dass ich Siebter werde. Wenn Schar nicht noch eine bessere Zeit hinlegt. Kann sein, wir müssen raus und verteidigen. Let's go. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Ja, aber selbst mit einer 1,31, Joghurt, selbst mit meiner persönlichen Bestleistung, komme ich auch keine bessere Platzierung hin. So,
So, ich bin schon auf Mager, sehr gut. So, auf die Strecke gucken, hinter mir ist keiner, sehr gut. Kann ich ganz entspannt für mich fahren. Letzter Versuch. Für mich, für dieses Qualifying, für Team McLaren, Platz 6, Platz 7 soll gesichert werden. Eruption hat die Session verlassen. Ja, aber der hat ja seine Zeit noch. Der ist sich schon sicher. Ah, ich brauche nicht mehr. Der ist schon raus, der feiert schon. So, nicht kaputt fahren, das Auto. Sicher durch die erste. So, zu weit übers Gras, aber ganz okay. Das muss ich mir aneignen. Die beiden kann ich richtig gut schneiden. So, hier nicht zu früh aufs Gas. Sonst drehe ich durch und mache einen Kreis in die Wand rein. Flügel putt. So, durchziehen. Kurz Gas, vom Gas weg, bremsen und wieder durchziehen. Lange Gerade, nach der Gerade Kurve, dann auf Maximum alles stellen und dann noch eine Hotlap hinlegen. So, jetzt nicht zu viel Speed verlieren. Hier mit möglichst viel Speed raus. Das ist besser als meine Runde, wo ich eine Zeit habe. So, let's go. Hot Lap. 1,31. Let's go, baby. Gute erste Kurve für meine Verhältnisse. Super erster Sektor. Oh, gelbe Flagge hat mich ein bisschen irritiert. Nicht schlimm, nicht schlimm. Vielleicht ein, zwei Zehntel verloren. Wir sind immer noch positiv. Durchziehen, durchziehen. Oh, hinten ausgebrochen. Ich hab's noch abgefangen. Holy shit. Aber habe ich zwei, drei Zehntel verloren eben. Shit. Ach, Mann. Hier habe ich wieder 2-3 Zehntel reingeholt. What the fuck? Also ist noch Luft nach oben. Früh gebremst. Viel zu früh gebremst. Habe ich eine halbe Sekunde verloren. Holy shit. Das war ein super erster Sektor. Mann, Mann, Mann. Zu weit rausgekommen. Und jetzt Speed verloren. Ach, shit. Nope, ist nichts mehr drin, Leute. Wie angekündigt, Siebter. Kommt wer? Nein. Welche Farbe hat Chan? Ist Chan noch draußen? Chan ist gelb. Ich glaube, der ist auf einer Hotlap noch. Okay, ich muss jetzt nur noch in die Box. Ich kann keine Runde mehr fahren. Boxenstopp. Nicht mein Auto putt fahren. Oh shit, schnell weg von der Strecke. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. So, da kommen sie. Bloß nicht auf die Strecke jetzt. Chan auf der schnellen Runde.
Und hier auch noch. Chan könnte mich noch holen. Wenn der seine Runde jetzt zählt. Oh, er hat mich noch geholt. GG Chan, holy shit, gut gemacht. Da wird's nur 8. Platz. Aber ich hatte es in der Hand, ich hab's selbst verkackt. Aber Glückwunsch, Chan. In der letzten Runde, holy shit. Super spannend gemacht, Chan. Letzte Runde hat er sich noch den Platz gesneakt. GG. J. So, gute Nacht, Joghurt. Wir schauen uns noch kurz das Feld an und dann geben wir weiter an einen anderen Streamer. Eruption hat die Pole Position. Bommelbiene, Lord Boss, die Akro, Ebert, Prinz Valium, Chan. Chan mit einer 1,31, super. Und ich bin 9, Tweet, ich bin 8, Tweet 9, Macho 10. Das sind die ersten Top 10. Wir sehen uns Sonntag am Rennen. Ich freue mich schon tierisch drauf. Mir hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wir geben jetzt noch weiter an Michi. So, Wait geht raus. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.